Hallo und willkommen. Heute möchte ich ganz gerne mal sprechen über Beziehungen. Wenn ich verstehe, wie mein Verstand funktioniert, dass meine Gefühle, meine Erlebnisse im Augenblick von meinen Gedanken kommen, die an mir vorbeiziehen in dem Augenblick, dann verstehe ich langsam auch, wie jeder andere funktioniert. Das heißt, dadurch, dass meine Gefühle von meinen Gedanken kommen, dass meine Erlebnisse, die ich habe, ich nur so erleben kann, wie ich darüber denke in dem Augenblick, und das verändert sich von Moment zu Moment, dann weiß ich, dass ich eben immer in der Realition, in der Realität meiner eigenen Gedanken lebe. Und so ist das nicht nur für mich, sondern auch für jeden anderen. Das heißt, welche Realität ist die richtige? Welche ist die falsche? Was ist Realität? Realität wird gebildet von dem Augenblick, der jetzt existiert, durch die Gedanken, die ich habe in dem Augenblick. Und wie gesagt, das kann nur für mich so sein, und das ist für jeden anderen, ist das wieder ganz anders. Und wenn ich das verstehe, von innen heraus verstehe, dann fange ich an, mir gegenüber mehr Verständnis entgegenzubringen, aber auch anderen gegenüber. Ich denke, wenn ich das verstehe und wenn wir alle das verstehen würden, würde das die Politik ändern, es würde die Art ändern, wie wir kommunizieren in Business und auch in unseren Beziehungen. Und jetzt möchte ich ganz gerne einfach ein paar Beispiele geben über Beziehungen. Also zum Beispiel ein einfaches Beispiel. Ich habe mit meiner Mutter telefoniert vor ein paar Tagen, und wir haben darüber geredet, wie ich ein Fahrrad mal hatte in der Vergangenheit, und das wurde mir geklaut in Zürich. Und meine Mutter war der festen Überzeugung, dass das das Fahrrad war, was sie mir mal gegeben hatte. Und ich war der festen Überzeugung, das war ein Fahrrad, was ich mir selber gekauft hatte. So ein typisches Beispiel von Eltern und Kindern, was wir sehr wahrscheinlich alle irgendwo in einer Art und Weise kennen. Und die Sache ist einfach, wenn ich dann nicht weiß, dass ich eben immer nur in Beziehung mit meinen eigenen Gedanken stecke, und das ist eben die Realität, in der ich lebe, und ich weiß, dass das für andere wieder ganz anders funktioniert, und ich das anfange zu verstehen, dann kann ich damit ganz anders umgehen, und dann habe ich keine Wutanfälle oder ich bin nicht frustriert, sondern ich kann einfach sehen, dass das für jeden ganz anders ist in jedem Augenblick. Und dadurch bilden sich dann keine Streitigkeiten. Zum Beispiel habe ich danach den Telefonhörer aufgelegt, und dann habe ich gedacht, ja, ich habe das ganz klar sehen können in dem Augenblick, dass das für meine Mutter ganz anders war als für mich. Und habe dann darüber nachgedacht und war ganz gelassen darüber und kam dann auch zu der Schlussfolgerung, dass das ein ganz anderer Moment war und das eine mit dem anderen gar nichts zu tun hatte. Habe aber total verstanden, woher sie kam, dass das für sie eben, dass sie das ganz anders erlebt hat und dass es für sie eine ganz andere Wichtigkeit hatte als für mich in dem Augenblick. Ein anderes Beispiel ist eine Bekannte von mir, die hat mir mal gesagt, oh, sie ärgert sich immer darüber, dass ihr Mann in der Küche nie den Toaster mal hochheben kann und unten drunter mal sauber machen kann. Und er sieht das aber nicht so.
er sieht das nicht, dass das unten drunter dreckig ist und dass man das unten drunter auch sauber machen könnte und man den Toaster mal hochheben könnte. Aber dafür im Badezimmer lässt sie dann zum Beispiel immer die Zahnpasta offen. Und wenn ich verstehe, dass ich ganz anders funktioniere und eben in dieser Realität lebe von meinen eigenen Gedanken und dass für jeden von uns ganz anders ist, dann habe ich mehr Verständnis. Zum Beispiel ein anderes lustiges Beispiel ist das typische Zahnpasta-Erlebnis, was ich hatte mit meinem Mann. Das fängt dann nach ein paar Jahren, wo man zusammen ist, fängt das dann plötzlich an, dass man so Kleinigkeiten hat, ne? Und dann ging ich also abends ins Badezimmer und habe meine Zähne geputzt und die Zahnpasta, die war fast alle. Und dann stecke ich die immer nach unten, dass die Zahnpasta nach unten laufen kann, dass ich dann nur draufdrücken kann und dann kommt die Zahnpasta raus. Mein Mann aber macht das immer andersrum, der tut die immer nach oben. Und da ich weiß, dass ich eben in der Realität meiner Gedanken lebe und das eben meine Realität ausmacht und ich das in dem Augenblick erkennen konnte, bin ich dann zu meinem Mann gegangen und habe gesagt, jetzt will ich doch ganz gerne mal wissen, was ist denn deine Theorie dahinter, dass du die Zahnpasta immer nach oben reinsteckst? Und dann hat er mir auch eine sehr logische Schlussfolgerung gegeben und hat gesagt, weil wir alle elektrische Zahnbürsten haben und wenn ich dann die auch noch mit der runden Öffnung, mit der größeren Öffnung nach unten reinstecke, hat das ja alles keinen Platz mehr in dem Behälter, wo wir alle Zahnbürsten reintun. Und von daher ist das dann schöner für ihn, wenn dann das und kompakter, wenn wir dann das andersrum eben, wenn er das andersrum reinmacht. Und das war für mich eine ganz logische Schlussfolgerung. Und dadurch, dass ich das eben verstanden habe, hat mir das nichts mehr ausgemacht. Und ich stecke sie immer noch nach unten rein und eher nach oben. Und mittlerweile ist bei ihm das auch so, dass er sieht, was meine Realität war. Und manchmal stecken wir sie auch andersrum rein, um den anderen mal einen Gefallen zu tun. Das sind so die Sachen. Und ein anderes gutes Beispiel ist, wenn wir in Business sind und wir haben Businessgespräche, Meetings und da zum Beispiel steht ein Blumenstrauß in der Mitte vom Tisch und es sitzen 8 Leute um diesen Blumenstrauß rum und die sollten diesen Blumenstrauß arrangieren und dann geht das eben los. Dann sagt der eine, ach, ich finde die Rosen am besten. Also die Rosen, die gefallen mir am allerbesten. Und dann sagt der andere, nein, die Tulpen sind die schönsten. Und die andere Frau sagt dann, nein, 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 die gelben Lilien, die sind wunderschön. Und die andere Frau sagt dann, nein, aber die weißen Lilien, die sind viel schöner. Die Sache ist aber die, dass in dem Augenblick nicht um uns geht. Und wenn wir anfangen zu verstehen, dass das, wie ich fühle, in dem Augenblick von dem, wie ich denke, kommt, dann kann ich mit Situationen ganz anders umgehen. Das heißt, in dem Sinne jetzt mit diesem Blumenstrauß, dann kann ich sagen, okay, wir müssen einen Blumenstrauß arrangieren. Um was geht's? Ist es für eine Beerdigung? Ist es für eine Hochzeit? Was für Farben hat denn die Frau für die Hochzeit zum Beispiel, wenn es für eine Hochzeit ist? Was für Farben sind denn das die Lieblingsfarben von dieser Frau? Und dann gehe ich damit ganz anders um. Ich bin viel objektiver und ich als Individuum bin im Prinzip nicht anwesend oder weniger anwesend.
Für mich war das zum Beispiel auch sehr wichtig zum Sehen oder wo ich das angefangen habe zu verstehen. Ich hatte Frustrationen, wenn ich am Wochenende mit meinem Mann spazieren gegangen bin und er war dabei, sein Business zu vergrößern. Und dann hatten wir immer Gespräche über sein Business und was er schon gemacht hat und wie es weitergehen sollte. Und ich habe einfach gemerkt, dass er die Sachen, die ich gesagt habe, gar nicht angenommen hat. Also ich sagte zum Beispiel, ja, hast du den Anruf gemacht oder hast du denn das E-Mail geschrieben und so. Und er sagte immer, nein, das hat er nicht gemacht. Und ich habe einfach gemerkt, wie so meine Frustrationsrate immer höher wurde und ich gedacht habe, so, ja, das gibt es doch gar nicht. Und wieso macht er denn das nicht? Und der könnte das doch jetzt mal machen. Und das verstehe ich doch einfach nicht. Es ist doch ganz logisch, dass man das macht. Und bis ich dann gemerkt habe, dass die Frustration, die ich hatte, eben kam, weil ich in dem Augenblick so gedacht habe. Und als ich das begriffen habe, dass ich eben immer nur in dem Erlebnis lebe von meinen Gedanken, die im Augenblick durch mich durchziehen, und das wahrgenommen habe, dass das nicht er sein kann, der mir Frustrationen geben kann, sondern meine Gedanken über diese Situation. Und das ist eben sehr wichtig. Als ich das verstanden habe, hat sich dann das verändert. Dann habe ich gesehen, dass er in diesem Augenblick ganz anders gedacht hat, dass er gar nicht so denken kann wie ich. Es ist gar nicht möglich für ihn zu denken, wie ich denke, weil er lebt in der Realität seiner Gedanken, nicht meiner Gedanken. Und wenn ich das verstehe, dann kann ich den anderen so stehen lassen, wie er ist und sehe, dass er immer das Beste gibt, in jedem Augenblick. Und ich gebe immer das Beste. In jedem Augenblick. Und dann ist die Frustration, die ich habe in dem Augenblick, merke ich dann, dass das ist, weil ich so denke, frustrierende Gedanken habe, ganz einfach gesagt, in dem Augenblick. Wenn ich das verstehe, kann ich andere Personen auf eine andere Weise wahrnehmen. Und kann auch verstehen, wenn jemand anders Frustration mir gegenüber zeigt oder mir gegenüber in einer Art und Weise kommt, die ich nicht mag, das macht das nicht recht, wie diese Person mir gegenüber kommt. Aber wenn ich sehe, dass meine Reaktion nur daher kommen kann, wie ich das in dem Augenblick sehe, dann kann ich mit diesen Situationen gelassener umgehen und kann durch den anderen durchsehen, was eigentlich momentan los ist mit der anderen Person, wo die Person eigentlich stecken geblieben ist in dem Augenblick, dass die Person das Gefühl hat, dass ich die Verantwortung trage in dem Augenblick für seine oder ihre Gedanken, die sie hat, für ihre Gefühle, ihre Gedanken in dem Augenblick. Das heißt, ich kann Tage haben, da kann ich mit Situationen von anderen Menschen sehr gut umgehen, weil ich selber mit mir in dem Augenblick im Reinen bin. Und dann andere Tage, wie ich mit solchen Sachen überhaupt nicht umgehen kann und dann Frustrationen habe oder reagiere, wenn jemand anders negativ auf mich zukommt. Aber wenn ich das eben sehen kann, dass das gar nichts mit mir zu tun hat, sondern da, wo die andere Person momentan steckt, das ändert alles. Und dann kann ich der anderen Person mehr Liebe
und Zuneigung geben und sehe, dass meine Reaktion darauf nur kommen kann, wie ich darüber denke in dem Augenblick. Und wenn ich das verstehe, das verändert die ganze Kommunikation. Es lässt uns auf einer ganz anderen Ebene kommunizieren. Wenn Sie mehr hören wollten darüber, Sie können mich jederzeit kontaktieren. Meine Webseite ist www.healthylivingwithpaolaroyal.co.uk. Ich würde mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.